Und die Piloten haben eine Beschleunigung von rund 4,5 G auszustehen. Hauptmann Jan Faser ist seit diesem Jahr Leader des Vorburgverbandes der Schweizer Luftwaffe. Er ist als Kampfpilot eingeteilt in der Fliegerstaffel 18 und fliegt dort seine Einzel als Berufsmilitärpilot der Schweizer Luftwaffe auf dem F-18 Hornet. Aus der Formation Delta jetzt auf das Kommando von Jan Fraser, der Wechsel in die Figur, die wir patriotisch Melkstuhl nennen. Vom Boden aus überwacht der Kommandant Oberstleutnant Beat Amrin diese Vorführung, steht über Funk in Verbindung mit dem Leader und gibt nötigenfalls kleine kosmetische Korrekturen. Er ist aber auch Garant für die korrekte Perspektive aus Ihrer Sicht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit unsere Vorführung makellos zu stimmen kommt. Aus der Formation Melkstuhl ein erneuter Wechsel. Sie erkennen über dem Bürgenstock halb links vor Ihnen die Battle Swiss 2000 in der Formation Schwarm. Unsere Nummer 2 im Team, oder der Due, wie wir ihn auch nennen, ist Hauptmann Marcel Mühlenthaler. Er ist seit 1998 im Team und hat eine Flugerfahrung von 5 Tiger kommen nicht nur im Rahmen der Battle Swiss zum Einsatz, sie sind auch im Einsatz und stellen in den Luftkampfübungen der Luftwaffe die Gegner dar und sind deshalb speziell als rot-weiße Flugzeuge gut erkennbar in den Luftkämpfen. Bleiben Sie jetzt mit dem Blick an der Formation und beobachten Sie die Flügelmänner links und rechts außen. Sie werden sich vom Verband lösen und beginnen dann Ihre Solo-Vorführung mit atemberaubenden Kreuzungsmanövern. Die anspruchsvolle Position des zweiten Solisten gerückt. Die Möglichkeit gegeben, sich neu zu formieren. Sie werden von Standstart her kommend wieder auf der Bühne erscheinen und Ihnen anschließend in
Dörfer leuchten uns an. Hauptmann Daniel Siegenthaler, Hauptmann Daniel Stempfli, unsere beiden Solisten zeigen Ihnen nun die Feuerwerkwalze. Im Überwachungsgeschwader der Schweizer Luftwaffe, eingeteilt in der Fliegerstaffel 11. Die Ausgangsgeschwindigkeit für dieses Flugmanöver, für diese Walze mit Wechsel aus der Formation Catena in die jetzt sichtbare Formation Colonna beträgt rund 350 Knoten, das entspricht in etwa 600 Stundenkilometern. Wenden Sie nun Ihre Blick. Über unsere beiden Solisten schauen wir uns gefragt, wie denn die Piloten diese Positionen, diese Figuren und Formationen so exakt einhalten können, ob denn das ferngesteuert sei. Keineswegs, alle Figuren sind handgesteuert. Stellen Sie sich vor, Sie liegen hinter der Visierlinie eines Gewehres, wo Sie Korn und Kimme zur Deckung bringen. Die Piloten machen nichts anderes als 20 Minuten lang Fixpunkte auf dem Nachbarflugzeug zur Deckung zu bringen. Der Einzige, der gerade vorausschaut, der ins Gelände schaut, ist der Leader. Er sieht Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und diese schöne Gegend hier in der Innerschweiz. Alle anderen Piloten fixieren lediglich Fixpunkte auf dem Nachbarflugzeug. Und in schneller Folge wechseln die Innenbahn. Das Überholmanöver zeigen mit rund 150 Knoten Langsamflug und Mach 9 mit maximaler Unterschlaggeschwindigkeit. Jetzt das Überholmanöver. Oder eben Schatten. Sich getrennt.